aus Angst wird Liebe. Schließe deine Augen. Nimm einige tiefe, tiefe Atemzüge. Komm zur Ruhe. Atme tief und ruhig. Diese Reise machst du ganz allein für dich. In diesem Moment musst du nichts erledigen. Du hast Zeit. Du hast Zeit, weil du sie dir nimmst. Du hast keine Termine, keine Dinge, die du erledigen musst. Nein, es gibt nichts, gar nichts, was im Moment von dir erwartet wird. Nichts. Denn diese Reise machst du nur für dich, ganz allein für dich. Es ist so wichtig, die Aufmerksamkeit ab und zu mal wieder nach innen zu richten, deiner Seele zu lauschen, der Seele zu lauschen und Inventur zu machen. Denn nur hier, hier im Inneren, findest du die Kraft und die Antworten, mit denen du die Entscheidungen treffen kannst und die Dinge da draußen bewegen kannst. Erlaube dir jetzt also, tiefer und tiefer in dich hineinzusinken, in deine eigene, stille, wundervolle Innenwelt hineinzusinken. Konzentriere dich jetzt ausschließlich auf deinen Atem. Schau zu, wie er kommt und wie er geht. Du atmest Ruhe und Gelassenheit ein. Und alles, ja alles, was dir Sorgen bereitet, das atmest du einfach wieder aus. Lass den Atem fließen. Lass ihn fließen, wie er möchte. Ruhig strömt er in deinen Bauch hinein und ruhig strömt er wieder aus dem Bauch heraus. Mit jedem Atemzug verstärkst du die Lebenskraft in dir. Du wirst ruhiger und entspannter. Und immer, immer entspannter. Dein Atem wird ruhiger und sanfter und auch leichter. Und jetzt wird dir sowohl Ruhe als auch Lebenskraft geschenkt. Es gibt jetzt nichts für dich zu tun. Einfach nur atmen und sein. Einfach nur atmen und sein. Ja, jetzt kannst du vollkommen du selber sein. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Du kannst deine Maske ablegen. Und du sinkst mit jedem Atemzug ein bisschen tiefer in deine eigene Innenwelt hinein. Und vielleicht spürst du es schon, dein innerer Raum, der weitet sich. Und eine wohltuende Ruhe breitet sich in dir aus. Du spürst den Frieden und die Stille in dir und um dich herum. Du tauchst in den inneren Raum des Friedens und der Harmonie ein. Dein Außen ist still und dein Innen ist still. Jetzt konzentrierst du dich nur auf dich selbst. Du schließt jede Tür hinter dir.
Und jetzt machst du auch das Licht aus. Und du spürst, wie gut es sich anfühlt, den Geist so zu entspannen. Tiefer und tiefer lässt du dich driften in deine eigene Innenwelt hinein. Du verlässt die Außenwelt. Du lässt den anstrengenden Tag hinter dir. Du lässt Ruhe und Frieden einziehen. Du verlässt die Arena des Lebens. Ruhe und Frieden ziehen ein. Das spürst du. Ja, das spürst du ganz deutlich. Und erlaube nun bitte auch, allen Muskeln in deinem Körper zu entspannen und sich auszuruhen. Du liegst ganz entspannt auf dem Rücken. Deine Augen sind sanft geschlossen. Und du spürst, wie gut sich das anfühlt, den Geist so zu entspannen. Du lässt die Außenwelt ganz los. Und du lässt Ruhe und Frieden einziehen. So ist es gut. Du liegst ganz entspannt auf dem Rücken. Deine Augen sind sanft geschlossen. Ja, alles ist entspannt. Jeder Muskel deines Körpers ist entspannt. Deine Beine, deine Füße, die Arme und die Hände, dein Becken und der Bauch, dein Rücken, der Nacken und der Hals. Deine Gesichtsmuskeln sind entspannt, ganz ruhig und weich. Die Muskeln um die Augen herum sind weich. Deine Stirn ist weich. Und vielleicht ziehst du dein Kinn ein bisschen in Richtung Brust, um eine gerade Linie mit der Wirbelsäule zu schaffen. Du bist vollkommen ruhig und du spürst ganz deutlich, dass du jetzt in deiner Innenwelt, in deiner Mitte angekommen bist. Du atmest ruhig und tief. Hier ist es still, hier ist es friedlich und sicher und hier an diesem Ort verändert sich niemals etwas. Dieser Ort ist tief, ganz tief in dir drin, geschützt von der Außenwelt. Jetzt geh bitte durch das Lichttor. Hüpfe oder springe oder gleite hindurch in die geistige Welt. Versuche dir nun bitte vorzustellen, dass du dich in einem blauen Raum befindest. Dies ist ein Konferenzraum, ein Raum für Besprechungen, für Meetings. Alles in diesem Raum ist blau. Schau dich um. Die Wände. Die Decke. Der Fußboden. Sogar die Möbel. Alles ist blau.
Da stehst du nun in diesem blauen Raum, in dem blauen Raum der Klärung, und du schaust dich um. Ja, und du weißt, dass du der Chef bist. Setz dich jetzt bitte an das Ende des Tisches, da wo du hingehörst, denn du bist der Chef. Heute werden alle, die hier angestellt sind, evaluiert und eventuell wird ihnen gekündigt. Jeder, der negative Gefühle in dir verursacht, wird heute entlassen, aus deinem System entlassen. Bitte rufe sie systematisch zu dir herein in diesen Raum. Heute wirst du dich von allen verabschieden, die dir keine Freude bereiten. Alle, die Gefühle der Einsamkeit in dir erzeugen. Ja, du wirst alle liebevoll ziehen lassen. Jetzt nimm dir bitte deine Anwesenheitsliste. Dann lies einen Namen nach dem anderen alphabetisch vor. Da siehst du gleich als erstes, an erster Stelle die Angst. Bitte ruf sie herein. Schau auf die blaue Tür und warte. Nach einem lauten Klopfen öffnet sich die Tür einen Spalt weit und die Angst kommt herein. Laut polternd kommt sie herein. Am rechten Arm hält sie den Ärger und am linken Arm zerrt sie den Selbstzweifel mit sich in den blauen Raum. Hässlich und verbittert stehen die drei vor dir. Bitte sie jetzt, Platz zu nehmen und dann schau wieder auf deine Liste. Wen möchtest du jetzt hereinrufen? Du siehst die vielen Namen wie Erschöpfung, Einsamkeit, Enttäuschung. Du liest das Wort Frustration und sofort weißt du, dass das mit all den Ungerechtigkeiten, die dir im Leben widerfahren sind, zu tun hat. Ja, jetzt rufe auch den Frust und deinen Ärger in den Konferenzraum. Auf dem Zettel liest du weiterhin die Worte Trauer, Wut, du siehst Groll und Wertlosigkeit, Schuld und Verachtung. Du siehst die Namen Ohnmacht und Widerwillen. Rufe all diese Zustände, all diese traurig machenden Zustände in den blauen Raum hinein. Rufe alle, einfach alle herein, die in dir wohnen. Alle, die dich bestimmen, die deinen Tag bestimmen und dich täglich begleiten. Und jetzt auf einmal erkennst du, dass du fremdbestimmt bist. Du erkennst, dass du dein Ich, dein wahres Ich, gar nicht mehr erkennst. Da sind so viele blockierende Zustände, die das verhindern. Denk doch mal nach, wann fing das alles an? Seit wann bestimmen sie deinen Tag und nicht du? Seit wann bestimmen sie dein Leben und nicht du? Wann hast du zum letzten Mal Inventur gemacht?
Erinnere dich. Natürlich hat jedes der eben benannten Worte eine Daseinsberechtigung. Natürlich. Aber wieso? Wieso lässt du so viele traurig machende Dinge dein Leben bestimmen? Sie arbeiten nicht für dich. Sie arbeiten nicht für dich. Sie arbeiten gegen dich. Sie nehmen dir deine Energie, deine so wichtige Lebensenergie. Sie arbeiten gegen dich. Da ist Angst und Ärger, Verzweiflung und Erschöpfung. Da ist Einsamkeit und Enttäuschung. Da ist Frustration und Trauer und Wut. Ja, sogar Schuld und Verachtung, Widerwillen und Ohnmacht. Hier sind sie alle versammelt. Sie stehen vor dir im klärenden blauen Raum. Sie schauen dich unfreundlich und fordernd an. Schau sie dir an, wie sehen sie aus? Was lösen sie in dir aus? Welche Gefühle stellen sich jetzt ein? Zum ersten Mal, zum allerersten Mal siehst du sie alle zusammen. Und du bist erschüttert über so viel Missachtung deinerseits. Es macht dich unglaublich traurig zu sehen, wer da an dem blauen Tisch alles sitzt. Du spürst die negativen Schwingungen von jedem. Du spürst eine ungute, eine ungesunde, belastende Frequenz. Aber Gott sei Dank, denkst du, Gott sei Dank ist mein Herz verschlossen und somit geschützt. Ist es geschützt? Wirklich geschützt? Hast du nicht vielleicht irgendetwas vergessen? Hast du nicht vielleicht etwas ganz, ganz Wichtiges vergessen? Und wie von allein öffnet sich auf einmal die Tür zum blauen Raum und eine strahlende Figur kommt herein. Der ganze Raum erfüllt sich mit strahlendem Licht. Das Licht ist so sanft und so liebevoll und hell leuchtend, so wunderschön, wie das Licht einer aufgehenden Sonne. Es ist ein segenreiches, göttliches Licht, verbreitet sich liebevoll in dem Raum, in dem du dich jetzt befindest, erstrahlt mit diesem wundervollen Licht. Und die Liebe, die sich jetzt über alles ausbreitet, ist unglaublich. Angst und Ärger und Zweifel und Wut und Schuld und Co., all das löst sich auf in dem göttlichen Licht, wie Schnee in der Sonne. Wie Schnee in der Sonne schmilzt auch deine Ohnmacht. Dein Herz ist jetzt weit, ganz, ganz weit geöffnet. Es öffnet sich ganz weit wie eine Blüte für das Sonnenlicht. Und jetzt in diesem Moment, jetzt wird die Sehnsucht, deine heimliche Sehnsucht gestillt. Deine heimliche Sehnsucht gestillt.
Jetzt steh bitte auf und öffne die Fenster des Raums, in dem du dich befindest, und lass das Sonnenlicht herein. Schau nur, wie sich die Farbe des Raums verändert. Schau nur, wie hell alles wird, Licht durchflutet. Versuche dir vorzustellen, dass dies einem Frühjahrsputz gleichkommt. Zunächst hast du Inventur gemacht, dann hast du die Sonne in dir aktiviert und dann hast du dich von Altem und Belastendem befreit. Dann hast du dein Herz geöffnet, ja, und dich befreit. Liebe ist die mächtigste Kraft von allem auf dieser Welt. Und wo sie ist, hat nichts anderes Platz. Atme diese wundervolle, heilsame Kraft ein. Atme sie tief, ganz tief in dich ein. Und lass jede Zelle deines Körpers umspülen und durchdringen. Atme. Du bist frei. Heute hast du alles aus deinem System entlassen, was negative und belastende Gefühle in dir verursacht hat. Heute hast du dich von all dem verabschiedet, was negative Gefühle in dir erzeugt. Ab heute leben Klarheit und Freude und Wohlbefinden und Liebe und Dankbarkeit in dir. Klarheit, Freude, Wohlbefinden, Liebe und Dankbarkeit. Die wohnen jetzt in dir. Diese Meditation geht jetzt dem Ende zu. Bitte bereite dich darauf vor. Gehe zurück zu deinem Lichttor und spring hindurch. Komm wieder an in deiner Tageswelt. Dann lenke deine Gedanken und dein Bewusstsein wieder zurück auf deine Atmung. Mit jedem Atemzug kommst du mehr und mehr zurück ins Hier und Jetzt. Du beginnst dich ein bisschen zu bewegen. Und vielleicht streckst und regelst du dich etwas. Du erlaubst deinen Tagesgedanken zurückzufließen in deinen Kopf hinein. Und ja, jetzt kommst du wieder zurück in deinen Tag, in deinen Alltag. Komm wieder an, in dem Raum, in dem du mit dieser Meditation begonnen hast. Von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Namaste.